this is Charlotte. Das ist Charlotte. Sie ist ein Greifstachler und eine der süßesten Vertreterinnen ihrer Art. Sie ist sowohl bei den Zoobesuchern als auch im Team enorm beliebt. Hallo zusammen! Ja, wie geht es euch? Gut. Greifstachler leben in den Regenwäldern Südamerikas. Sie gehören zur brasilianischen Art Cohendu prehensilis und prehensilis bedeutet handähnlich. Und ihr seht, wie sie sich mit ihrem Schwanz festklammert. Das hilft ihr beim Durchqueren des Waldes, beim Schlafen oder wenn wir sie auf unseren Händen umhertragen. In den letzten Monaten hat uns Charlottes Gesundheit Sorgen bereitet. Ihr ging es nicht besonders. Sie hat nicht mehr so mit ihren Trainern gearbeitet wie zuvor und auch einige der Sachen nicht mehr gefressen, die sie ansonsten immer geliebt hatte. Danke, dass ihr heute hier wart. Danke. Es tut immer weh, einen unserer Schützlinge leiden zu sehen. Deshalb bin ich froh, dass ich sie heute zum Doc bringen kann. Hoffentlich finden wir raus, was ihr fehlt. Guten Morgen. Heute machen wir eine Zahnuntersuchung bei Charlotte. Wegen ihrer Größe und der vielen Stacheln sind Injektionen und andere Optionen schwierig. Also atmet sie stattdessen dieses Gas ein, bis sie einschläft. Ziehen wir zur Erstuntersuchung Handschuhe an? Ja, sonst werden deine Hände total zerstochen. Nein, danke. Greifstachler sind selbstverständlich sehr stachlig. Deshalb kann es schwierig sein, wenn man sie unter Betäubung bewegen muss. Wir wollen uns nicht von ihren Stacheln aufspießen lassen. Bereit? Alles gut? Voll erwischt. Berufsrisiko. Man wird angepinkelt, vollgekackt, gebissen, von einem Greifstachler aufgespießt. Sie macht das nicht absichtlich. Es ist ihr natürlicher Verteidigungsmechanismus. Ich schaue mir fix ihren Zahn an. Bei Charlottes letzter Untersuchung entdeckten wir einen Zahn mit einer Zahnwurzelentzündung. Der Zahn ist immer noch stark verfärbt. Mal sehen, was das Röntgenbild sagt. Mit unserem alten Röntgenapparat konnten wir von dem kleinen Zahn leider keine scharfe Aufnahme machen. Leg los, Rob. Bereit? Und Schuss. Wir sind sehr aufgeregt, weil wir seit kurzem eine neue Zahnröntgenausrüstung haben. Damit können wir detailliertere Aufnahmen ihres Kiefers machen und die nächsten Behandlungsschritte planen. Rob, es ist perfekt. Wir konnten ausgezeichnete Bilder von Charlottes Zähnen machen. Dort erkennt man einen Bereich mit Knochenschwund um die Zahnwurzel herum, was zu der von uns behandelten Infektion passt. Der Zahn ist sehr stabil. Sie bekommt weiterhin Antibiotika für den Fall, dass die Entzündung immer noch da ist. In 3 bis 4 Wochen röntgen wir dann erneut, um zu schauen, ob sich etwas getan hat. Schätzchen, du bist so süß. Brav.